Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Rainbow Six. Mal gucken. Almonde, Cockpit-Side of my life. Cockpit-Side of my life. Ich glaube, die sind unten, ich höre nichts. Oder ganz vorne. Nee, da warst du ja gerade, also müssen wir unten sein. Nee, ich war nicht ganz vorne. Ich war übrigens nur ganz oben beim Cockpit, nicht vorne. Jo, die aber sind... die sind auch vorne. Lass mich durch, ich bin Arzt, scheiße. Die können ja nicht durch Scheiben schießen, bitte. Okay, ein Mira-Fenster allerdings, aber sonst könnte man reingehen. Ach, scheiße. Ich habe da jemanden gesehen, der sterben sollte. Der ist aber nicht stark. Ne? Weißt du, was ich mache? Ich komme mal von der anderen Seite. Ich nehme jetzt zwar einen deutlich längeren Weg in Kauf, aber manchmal müssen Dinge auch einfach gemacht werden. Richtig dumme Phrasen bewerfen, echt. Weiter zu seiner Position. Feind lokalisiert. Erster Stock. So, Speedkill. Wenn er so ganz easy liegen bleibt. Dann laden wir mal nach. Raus aus dem Sprengbereich. Da sind also mehrere in dem Raum. Was spielen wir? Raum sicher. Bäm, noch ein Header. Guck mir so dämlich. Ah, oh, scheiße. Weg hier. Krabbel, du Opfer. Oh. Wie viele sind denn da? Ich hab zwei weggeholt. Nee, ich meine von jetzt noch im Raum. Zwei mindestens. Eliminierungsassist, das ist schon mal gut. Okay, die sind wirklich alle da. Toll. Völlig umsonst an der Lang gelaufen. Und Kapkan-Drähte. Fuse guckt schon gut rein. Ah, da hat er so eine gute Pose gehabt. Nee, da kannst du nicht durchschießen, ist alles verstärkt. Ja, ich hab's gerade gesehen. Das ist ein Mira-Fenster, oder? Sehr schön. Ja, ist ein Mira-Fenster gewesen. Oh, schön. Ich habe ja gehofft, der geht zum Mira-Fenster. Dann sehe ich, dass es aufklatscht und dann bam, 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 bam. Na, hat in eine völlig andere Richtung geguckt. Ja, habe ich gesehen. Also, hier nehmen wir Mute. Einfach nur, um die Sachen schon zu verstecken. Wobei, bringt es was? Eigentlich nicht. Weil Curie bringt ja auch nichts. Kapkan. Nehmen wir Kapkan. Komm, wir machen beide Fallensteller Main. Mal gucken, ob das klappt. Also, ich überlege gerade mal gucken, wo wir starten. Ich hoffe nicht in der Mitte. Den Raum ja, den gleichen Punkt. Ich sag dazu jetzt einfach nichts. Und zwar, ja, nee, hier ist blöd. Ja, genau. Ach, nee. Hier. Ich warte, bis die Drohnen uns gefunden haben. Du machst meines Tommy. Ja, ich kann nicht zielen. Ja, du machst es genau richtig. Entschuldigung. So, und jetzt werde ich. Nein, so schnell. So meine Mausgeschwindigkeit ist zu gering. 10 Sekunden noch. Es bleiben 5 Sekunden. Oh, ich treffe nicht. Die Gegner haben
Die werden hier von vorne kommen. Okay. Scheiße, ich muss meinen Arsch bewegen. Und ich bin gleich tot. Scheiße, ich hab hier richtig scheiße platziert. Hilfe! Shit! Hilfe! Oh. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Auf einer steht da einer vor mir, sogar zwei dann im Endeffekt. Nice, Alter. Das ist ja voll smart. Alter, das ist voll gut. Der Typ rockt hier voll wie scheiße. Na bloß, dass eine richtige Granate reinfliegt und ihr seid am Arsch. Der macht das voll gut. Ja, definitiv. Der hat einfach mal zwei gekillt. Ich geh mal in die Kamera vielleicht. Nee, leider kann ich da nicht gut drauf gucken. Magazinwechsel! Hier bist du. Das ist schon mal gut. Ach, von hinten wurdest du angeschossen, ich sehe schon. Ah, nee, von vorne. Ich bin in die Arme gelaufen. Sehr schön. Sehr schön, und der nächste ist auch noch da anscheinend. Gesehen, wie schnell meine Knarre hochging? Nee, ich war leider gerade in den Camps, wollte dann schnell zurückschalten und habe die falschen Tasten getroffen. Alles klar, ich habe ihn ja nicht getroffen, aber ich habe nur relativ schnell... Achso, er hat ihn in die Luft gejagt, das ist ja auch... Ah, nee, doch nicht. Der eine noch mit der Wand in der Hand. Was soll ich damit machen? Wohin damit, Junge? Digga, Mann! G36 Power. Glass Power. Glatzenpower? Glatzenachsen. Oh, mal gucken, ich hoffe, die haben wieder eine schlechte Position zu verteidigen. Ah, die Position ist ja auch echt mies, die wir haben. Ich finde, die ist fast mit am schwersten anzugreifen. Da gibt's halt echt. Wenn du die Wände komplett dicht machst, ist es vorbei. Ja, das stimmt. Ich finde das Flugzeug also hat unten sind. Ja. In dem Frachtraum. Ist ja auch. Ah, ich hab sie gespottet, aber nicht die Dings. Okay. Hey, wieder Frauen nur auf den Arsch gucken, wa? Das war. Schade. Da habe ich ja mit Glass genau in den besten Positionen. Wir gehen hinten rum rein. Die haben vorne die ganzen Mira-Fenster. Was war? Die haben vorne die ganzen Mira-Fenster und da habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe hinten rein. Ich denke dann, die könnten da jetzt auch schon am Arsch kleben. Ich vermute, das werden sie auch machen. Lass mich da vorher aus dem Fenster gucken, ins Fenster, bevor irgendwas gemacht wird, weil ich kann ja da noch durchschießen. Unten am Frachtraum? Ja, ja, alles gut. Und siehst du was? Nee, der erste Frachtraum scheint frei zu sein, aber ich sehe ein Loch in der Tür und im Nebenraum vom Objekt ist auch jemand. Sehr schön. Nummer 1 ist tot. Warte, ich mach mal hier ein Loch rein. Und er bleibt daneben stehen. Ich werd mal hier noch ein Loch reinmachen, dann kannst du gleich richtig durchballern. Siehst du was Schönes? Leider nicht.
Sieht aber ganz so aus. Hinter dem Schild ist noch jemand. Ja, weggeräumt. Pistole! Ganz hinten. Ich komme hier nicht rüber. Was denn hier? Bam, Headshot. Nee, doch nicht. Aber er war doch letzter. Gar nicht so, als hätte ich doch zu meiner Sicht. Na Tommy, bist wieder MVP? Ja, die letzte Runde haben wir ja leider nicht aufgenommen. Naja, egal. Ja, hast du 10-2 gespielt, 10-2-2. Ja, vielleicht kommt es auch irgendwann mal wieder in der Aufnahme, wa? Ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge von Rainbow Six Siege wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.